Augenblick auf den zweiten Platz, aber sie haben einen Pflichttanz und sie haben die Polka, den Spurenbildtanz, gegen die Titelverteidiger Bestem Janowa Bukin gewonnen. Bei Ihnen geht alles nach Johann Strauss. Walzer, Galopp, Polka. Ponomarenko, ein Hauch von Opernball, eine Gala am Nachmittag. So ähnlich müssen verliebte Glühwürmchen miteinander umgehen, wie diese beiden miteinander tanzen. Zum Schluss die Polka, Ausgelassenheit. Das war so eine Stimmung, wie sie manchmal entstehen kann bei einem Ball, wo die Kapelle freiwillig bis zum frühen Morgen bleibt. Eine Aufforderung auch an alle, mitzumachen, ausgelassen zu sein, lebensbejahend. Sie ist 19, er 25. Zweite bei den Europameisterschaften in diesem Jahr und auch im Vorjahr. Zweite bei den Weltmeisterschaften des vergangenen Jahres. Dritte bei den Olympischen Spielen 84. Sie rücken immer näher, immer weiter
nach vorne an die Spitze. Vielleicht, vielleicht reicht es schon heute. Da kommt die A-Note für den technischen Wert. Neunmal die 5,8. In der B-Note achtmal die 5,9. Und einmal die 6,0 aus der Schweiz. Das ist die bisher höchste Bewertung. Jetzt wird es noch einmal spannend. Die beiden haben das noch gar nicht gesehen. Passen Sie auf, wenn Sie sich umdrehen mit Ihren Blumen und sehen die Anzeigetafel. Da ist die Schweizerin. Lili Klapp hat die 6,0 gehört. Jetzt hat sie es bemerkt, die Marina Klimova. Er schaut auch hin. So ganz können es noch gar nicht fassen. Da ist die Trainerin, Natalia Dubova. Und jetzt kommen die Drittplatzierten, ebenfalls aus der Sowjetunion. Natalia Anenko und Genrik Sretensky. Er sieht ein bisschen aus, beim Lauf auch wieder.